Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, der Lance hat sich verliebt und die Mary auch. Das ist so süß. Ach, ich finde die Lucy Terry hier so schön. Und ich kann nicht warten, deshalb werde ich eine Nacht übernachten für 75 Sachen. Es tut mir weh und ihr seht, ich habe mir hier ein schickes Kleid gegönnt. Ich weiß auch nicht warum, ich bereue es auch schon. Und die Hose, die bereue ich komplett. Ja, ich kann es jetzt nicht ändern. Oder zumindest nicht mehr. Ah, so geht's. Und ja, ich muss halt ohne. Ich wollte das halt schon immer mal mit euch machen, wie es dann aussieht. Und dieser Sound. Hört ihr es? Es ist so gruselig. Über Nacht ist nach 24 Stunden Ruhe gibt es neue Aufträge für dich. Nice. Ist ein schöner neuer Tag. Sowas fällt mir eben nicht auf. Aber wir haben jetzt in einem dieser Zimmer hier geschlafen. Oder so. Wie auch immer. Das heißt, jetzt auf zu Mary und Lance. Boo boo. Das gefällt mir so gut. Aber ich habe halt gerade ein bisschen Zeit. Und ja, bin danach vielleicht ein. Werde ich danach dafür ein bisschen weniger zocken. Ja, da kommen noch weniger Videos. Oder nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Ja, und ja, wie soll man es machen? Jetzt weiß ich, was ich ihm schenken will. Silverglade Village macht die besten Schokoladen, die ich je gegessen habe. Ich würde ihm gerne eine ganze Box schenken, aber ich will nicht, dass er weiß, dass sie von mir sind. Kannst du zum Bäcker reiten, um eine solche Box zu bestellen und sie ihm dann geben? Der Junge saß auf einem Fass in der Nähe des Brunnens. Ich wäre dir so dankbar. Ja, ich mach's ein bisschen leiser. Ja, schade, dass es jetzt beim Pferdemarkt keinen Transporter gibt, weil sonst können wir also deck, 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 deck. Schneller, 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 schneller. Ein altes Modell, glaube ich. Das erkennt man an den Gang an. Ach, ich finde den Fuchs hier so schön. Bäh. Sie fahren. Komplett okay gefunden, bei 50 Star Coins war es auch noch okay gewesen, aber 75, da muss ich einfach sagen, ist ein bisschen zu viel, wenn ich mich frage. Ja, ihr wisst, ich bin jetzt ein bisschen wieder auf XP Jagd. Du schon wieder bist, ja, Bonbon, du scheinst ein Naturtalent darin zu sein, Leute den Hof zu machen. Was? Dafür habe ich jetzt. Dann dahin hat ja auch scheinbar auch noch eine Quest. Ich weiß nicht von wem. Ich glaube der Mali, wie es aussieht. Ja, der Mali, ganz klarer Fall. Das pisst mir jetzt an. Ich weiß nicht, wie lange ich den nächsten Tagen Zeit habe. Aber für euch waren es die letzten paar Tage in der Vergangenheit. Malis neuer Plan. Howdy, Mariana. Danke, dass du mir beim Bau meiner Sprungbahn geholfen hast. Das brauche ich nochmal für die Sprungbahn in allen Ehren, aber in den der letzten Jorviker Zerselstand war es über Barellrennen. Das Schwierigste, das ich je gesehen habe. Ich habe bereits damit begonnen, eine tolle Bahn zu bauen. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, wie das geht. Deswegen habe ich ein Regelbuch bestellt. Kannst du das für mich abholen? Der von der Post sollte es bereits haben. Ja, ich fände es schön, wenn wir hier jetzt ein bisschen XP bekämen. Ein bisschen mehr als jetzt, weil beim letzten Mal haben wir auch richtig saftig XP abgesahnt und jetzt dann einfach so wenig. Ein kleines bisschen Info muss ich einfach sagen. Aber naja.
Karol, der nervt mich jetzt. Hallo. Hallo Marianne. Ja, Malis Buch ist angekommen. Hallo. Hier ist das Buch, das Mali bestellt hat. Barrelrennen scheint echt cool zu sein. Wenn ich nicht nur Buch in den Sattel trauen würde, dann würde ich es sofort versuchen. Ich habe heute Morgen ein wenig im Buch geblättert, als ich nichts zu tun hatte. Ich hoffe, das war okay. Bestell Mali, schöne Grüße und viel Erfolg. Es ist eigentlich illegal. Direkt, aber ich bin mir sicher, der Mali hätte nichts dagegen. Und ich eigentlich auch nicht. Aber Leute, versucht das nicht bei mir. Sonst. Ihr wollt nicht wissen, wie ich drauf bin, wenn ich echt schlecht gelaunt bin. Juhu, jetzt bauen wir die schwierigste Barrelbahn in der ganzen Jahrweg. Du kannst mir das machen, das wird super. Als allererstes habe ich ein paar tolle Fässer bestellt. Man kann kein Barrelrennen ohne Fässer veranstalten. James sollte sehen von Pinna ein. Wir nehmen sie dann herbringen. Aber es ist noch nicht aufgetaucht. Kannst du dorthin reiten und gucken, was los ist? Ach. Was hat der James wieder ausgefressen? Ich werde mit euch, dass die Fässer danach irgendwo in Figgrove sind oder so. Würde jetzt noch irgendwie zum Ganzen passen. Eine Quest mit mega wenig XP. Oder vielleicht auch zwei. Das sind mega unfair, Leute. Wo bin da? James. Hallo, Helga. Hallo. Ach ja, die Fässer, die habe ich fast vergessen. Leider ist etwas Dummes passiert. Der Fahrer dachte, ich hätte Figgrove gesagt und nicht vor Pinta. Ich wusste es doch. Der Lastwagenfahrer rief an und hat gesagt, dass die Fässer irgendwo zwischen dem Baylesee und Figgrove runtergefallen sein müssen. Er sagt, wenn wir die Fässer haben wollen, müssen wir sie selber suchen. Ich würde ja dir ja helfen, aber ich muss mich um die Trossel kümmern. Das Geschäft läuft gut, deswegen habe ich keine Zeit. Du musst ihn reiten und selber suchen. Viel Glück. Zumindest sagt er sowas wie viel Glück. Okay, das heißt, er ist zwischen Baylesee und Figgrove. Mal sehen, wo ist denn eher? Ja, in Figgrove, deshalb gehen wir jetzt nach Figgrove. Figgrove Village. Da, die Stute und die Fohlen, das ist so süß. Nee, muss ja auch mir passieren. Okay, Leute, hier durch. Hier sehen wir schon was. Mir überlegt, also dass ich die Hose gekauft habe, bereue ich jetzt ein bisschen. Aber naja, was will man machen? Ich habe es jetzt gemacht. Und jetzt muss ich dafür büßen. Mit Star Coins.
wieder durch. Nee, oh. Das nervt. Das macht mich richtig aggressiv, wenn ich einfach nicht rüberspringen kann. Okay, Das heißt jetzt, machst du dies Farm. Ich weiß, ihr nervt, also ich bin mir sehr sicher, er nervt euch jetzt schon ab mir. Aber ich überlege mir, ob ich nicht vielleicht meinen Hammer schon bei Steve Farm machen will. Weil ich meine, da haben wir sehr viel. Eigentlich gefällt es mir da ja. Wesel habe ich einfach, ich weiß auch nicht warum gemacht. Und ja, wäre auch danach lustig. Lustig. Ja, auch immer informiert. Wäre auch noch sowas Schönes. Aber ich baue mir jetzt lieber die 25. Ah, komm. Also ich finde die Preise für Starcoins sehr, sehr hoch. Und auch blöde. Aber wenn man jetzt irgendwie so für 300 Starcoins ausgibt, dann merkt man es weniger und dann tut es einem auch weniger weh. Und dann braucht man eine Kreditkarte oder so. Und das ist dann nur sowas, das nervt. Und wenn man jetzt ein Kind ist, oder einfach noch nicht volljährig und keine Kreditkarte hat, dann muss man immer zu den Eltern gehen und die sagen dann auch meistens, nee, das ist so ein Abzocke, nee, das machen wir nicht. Ja. Du hast die Fässer gefunden, gut gemacht, Marianne, aber warte, die sind ja ganz kaputt, typisch, das, was soll ich jetzt machen ohne Fässer? Kann meine Rennbahn verrosten, okay, das hätten wir. Das hier soll jetzt nicht ein allzu langes Let's Play war. Ich gehe dann zum Weingarten, Leute. Hä? What the fuck? Ich bin nach... Typisch. Typisch. Leute, es gibt so Bugs, wie man gratis Pferde bekommen kann. Leute, ich würde das nicht machen. Also meistens ist es ja betrogen, würde ich meinen. Und zweitens mal. Und zweitens. Vielleicht werdet ihr dann gesperrt. Wer hat das eben diesen Bug entdeckt? Über YouTube und danach wird euer Account einfach gesperrt, weil wir Star Stable um dieses Starcoins betrügen wollte. Und klar, mit Star Stable freut sich dann wahrscheinlich nicht so drüber. Okay, Leute, damit beende ich vielleicht das Let's Play halt nicht. Ne, Leute, ich mache jetzt einfach mal so ein 1-Stunden-Let's Play. Ich glaube, es wird jetzt irgendwie so 3-4 Stunden gehen. Vielleicht nur die Größe in Ordnung. Ja, die sieht komplett scheiße aus. Wie kann man nur so brauchen? Also ich werde es jetzt mal mit euch ausprobieren. Nee, geht nicht. Die Schuhe. Die Handschuhe. Nee, die Handschuhe kann ich nehmen. Also ich sträube mich ja dagegen, so mega lange das Fest machen, aber ja, auch so was heißt. Du, ich glaube, ich mache hier irgendwas, was ich habe überall das Betonpol verkleidet, aber nichts passiert. Dann ist mir eingefallen, dass man ja auch was gebaut hat. Der Betonkurs in der GED-Schule war nur ein Vormittag und ich habe nicht aufgepasst. Hier kannst du irgendwie Wasser besorgen und ich meine sehr viel was für alle Beton. Hier werden wir ganz ein ganzes Schwimmbecken voller Wasser brauchen. Ach, na Gott sei Dank. Wie wir das anstellen? Keine Ahnung. Dir fällt schon was ein. Nee, ich muss nicht.
dieser Bucher, der nervt mich. Mir ist aufgefallen, letztes Jahr bin ich sogar nicht mehr so ein Mordend. Mach einer, ob man ein Schwimmbecken mit Wasser in den Keller bekommen kann. Rein theoretisch könnte man das machen. Wie? Dann, man müsste das Bewässerungssystem stoppen, den Abfluss schließen, die Geschwindigkeit der Pumpe und das Notsystem für Superbewässerung aktivieren. Das wir nur bei großer Hitze benutzen. Das hört sich nach einem interessanten Experiment an. Schön, dass sich jemand dafür interessiert. Man könnte außerdem noch... Man muss aufpassen, dass das Wasser... Bewässerungssystem kein Wasser bekommen. Dann sollte der Druck in den Keller gehen. Wie man das macht? Das Bewässerungssystem bekommt sein Wasser von drei Hauptleitungen, die man schließen muss. Das macht man, indem man dort an dem Rand dreht. Siehst du, es gibt natürlich keine genaue Anleitung dafür. Deswegen bin ich mir auch gar nicht sicher, warum du überhaupt gefragt hast, dir das Rad angucken und mach das. Sind es die Weingärtner? Ich sage, es sind ja auch Weingärtner. Ja. Okay, Leute. In der Abfluss. Ja, manchmal ist er verstopft, manchmal bleibt eine Menge Heu stecken. Und es kommt zum Totalstopp. Heu ist sehr effektiv, um Wasser zu stoppen. Wo der Abfluss ist, unter dem Weingarten, über der Reiterina. Die Pumpe im Keller, ja, die ist unten im Heizrang. Die ist sehr modern. Man kann sogar die Geschwindigkeit regulieren. Wenn alles auf Rot steht, dann bedeutet es maximale Geschwindigkeit. Es ist recht schwer, das zu schaffen. Ich habe außerdem ja ein Leid, weil du anders würde dir das überhaupt bringen. Ich weiß auch nicht. Ach nee. Ich finde es sehr schön zu gamen, aber irgendwie ist es auch nervig. Irgendwie, nur so ganz klein bisschen, nervt es dann auch. Ich dachte bei der Reiterarena. Okay, also wir gehen mal da rein. Sehen mal, was man da tut. Ah, Gott, ich werde, ich komme! Können wir denn nicht? Ja. Ach, okay, hier. Beep. Dann tun wir. Hört sich das nicht ganz danach an, als würde die Pumpe schneller sonst laufen. Aber das spielt keine Rolle, solange das Bewässerungssystem abgeschaltet ist und der Abfluss nicht verstopft ist. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass all das passiert? Sehr groß, wenn ich mich daran zu schaffen mache. Ja, okay, Leute, ich bin mir nicht sicher, wie sehr euch das interessiert. Mich nervt das schon.
Ja, Leute, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich werde es dann privat machen. Nicht heute, ich bin jetzt schon müde. Ja, und damit verabschiede ich mich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.